Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video machen wir diese süßen Ostercupcakes mit Karottengeschmack. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch und beginnen wir doch gleich. Dafür braucht ihr 70 Gramm Butter, 70 und 40 Gramm Zucker, 125 Gramm Mehl, 400 Gramm Frischkäse, 50 Gramm geriebene Haselnüsse, 2 Eier und etwa 100 Gramm Karotten, also bei mir war es eine. Und dann benötigt ihr noch ein Päckchen Vanillezucker und einen Teelöffel Backpulver. Dann beginnt ihr damit, dass ihr einfach die Enden der Karotte abschneidet und dann einfach die Karotte schält. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr beginnen, die Karotte ganz fein zu reiben, dass das Ganze dann so aussieht. Dann könnt ihr bereits den Backofen vorheizen auf 160 Grad bei Heißluft. Dann kommt zuerst die Butter, Zimmertemperatur warm oder auch ein bisschen flüssiger, in eine Schüssel, dann 70 Gramm Zucker dazu, dann noch das Backpulver und den Vanillezucker, das Ganze bereits einmal kurz vermixen, dann kommen die 2 Eier hinzu. Also ihr seht, das Rezept ist wirklich ganz einfach und sehr schnell gemacht. Das dann auch wieder kurz vermixen. Dann kommen noch die 125 Gramm Mehl dazu, die 50 Gramm Haselnüsse und auch das wieder kurz vermischen. Zum Schluss kommen noch die geriebenen Karotten hinzu und auch das natürlich wieder zu einem Teig zusammenmixen, dass das dann so aussieht. Dann könnt ihr es bereits in die Cupcake-Formen füllen und ja, fragt mich nicht, wieso ich das mit einem Spritzbeutel mache. Ich war irgendwie schon einen Schritt weiter beim Topping. Ihr könnt das natürlich ganz normal mit 2 Löffeln oder wie ihr es sonst einfach in die Förmchen füllt. Dann kommt das Ganze in den Ofen für 20 Minuten. In dieser Zeit könnt ihr bereits das Topping vorbereiten, diese 400 Gramm Frischkäse mit 40 Gramm Zucker und das ganz einfach kurz zusammenmixen. Mir war das Ganze dann irgendwie noch zu frischkäsig. Ich habe dann einfach noch ein Päckchen Vanillezucker hinzugefügt und das wieder vermischt. Dann, wenn die Cupcakes aus dem Ofen sind und auch bereits ein bisschen abgekühlt sind, könnt ihr dann das Topping drauf tun. Ja, bis alle mit dem Topping versehen sind, dann habe ich hier von Wilton solche Sprinkles, einfach mit Ostereiern und Gras. Ich fand die ziemlich süß. Ihr könnt natürlich auch einfach eine Marzipanrübe oder sonst irgendwie sowas Ostermäßiges drauf tun. Ja, und dann ist das schon alles gewesen. So sehen dann die Cupcakes fertig aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir einen Kommentar, lasst es mich wissen, wenn ihr es ausprobiert. Und dann wünsche ich euch ganz schöne Ostern und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!